Hallo alle zusammen, wir probieren jetzt eine ganz schnelle Bratensoße zu machen. Ich bin da nämlich echt so gespannt, weil manchmal ist es bei mir so, wo ich einfach nur Lust hätte auf so mehlige Kartoffeln, also mehlig kochende Kartoffeln und dann einfach so in der Soße so zu zerquetschen, aber ohne dass ich jetzt da, was weiß ich, mit Fleisch anbraten und 2 Stunden lang kochen lassen und hin und her. Und deswegen probieren wir jetzt eine Alternative. Und zwar einmal haben wir hier Öl. Die Mengen stehen ja unter dem Video in der Infobox. Und zwar brauchen wir etwas Senf, mittelscharfen Senf. Dann brauchen wir Tomatenmark, dreifach konzentriert stand da drauf. Eins, es ist in Teelöffel angegeben, deswegen mache ich mir hier so Häufchen, dass ich das besser abschätzen kann. Und das tun wir jetzt erstmal anstellen und kurz anschwitzen lassen. Aber dabei bleiben, das soll ja auch nicht anbrennen, logischerweise. Ich kann jetzt schon mal zwischendrin schnell in mein Wasser die Stärke geben, die wir brauchen, dass wir dann gleich weiterarbeiten können. So, oh, das riecht gut. Dann kann ich nämlich hier die Stärke da schon mal verrühren. Und dann löschen wir das Ganze ab mit Sojasauce. Einmal. So, ich gebe jetzt einmal hier das Stärkegemisch dazu, damit es, wie gesagt, jetzt nicht zu dunkel wird. Und dann kommt noch dazu, also es ist kein bezahltes Werbevideo, aber damit ihr wisst, was ich meine, Zuckerrübensirup. Wenn er denn will. Dann geben wir auf jeden Fall noch Pfeffer dazu. Und beim Salz muss man dann gucken, weil ja die Sojasauce gesalzen ist. Also da am besten erstmal abschmecken. So, ich probiere das jetzt mal. Okay, da fehlt auf jeden Fall Salz. So, dann geben wir noch etwas Zucker dran. Und dann gebe ich jetzt noch Kräuter dazu. Ich habe mich jetzt nur für Petersilie entschieden. Und das tue ich dann gleich noch pürieren. Wir können natürlich auch jegliche andere Kräuter nehmen. So, und das ist jetzt unsere blitzschnelle Bratensoße. Ich muss ja sagen, ich habe natürlich schon mal probiert, denn ich musste die ja jetzt abschmecken. Sie schmeckt echt richtig würzig, richtig deftig. Ich probiere jetzt noch mal, wo es ein bisschen abgekühlt ist. Also sie hat schon wirklich Wumms, und das mit der Petersilie tut aber richtig gut. Der Geschmack, können wir das aber auch mit anderen Kräutern vorstellen, aber ich würde auf jeden Fall also irgendwas an Kräutern dazu geben. Das wollte ich eigentlich damit sagen. Ich habe es ein bisschen scharf gemacht, also es ist noch alles im Rahmen, aber ein bisschen weniger Pfeffer hätte sein können, aber ansonsten schmeckt wirklich super und ist eine super Alternative, wenn man einfach jetzt kein Braten mit Bratenansatz und alles macht. Und deswegen kann ich nur sagen, macht's nach, lasst es euch schmecken und dann hoffe ich, wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Tschüss!